Willkommen bei der Formel 1. Hier wird es jetzt gleich interessant mit dem Qualifying für den großen Preis von Malaysia. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2017, wie im Stream angekündigt. Das Rennen in Malaysia quasi wieder als Let's Play. Und ja, ich bin euch ja noch ein, zwei Bilder aus dem letzten Rennen schuldig. Also bevor wir hier in das zusammengeschnittene Qualifying und dann in das Rennen gehen, zeige ich euch noch, was nach dem letzten Rennen so passiert ist. Ja, als allererstes seht ihr natürlich erstmal kurz den Ruf, also wir haben uns hier deutlich verbessert. Anschließend sind wir aufgestiegen zum Fahrer Nummer 1, das ist nach dem Rennen noch passiert. Und ja, wir haben hier die Steuerelektronik erforscht und haben damit die Strapazierfähigkeit verbessert. So, bevor es jetzt letztendlich weitergeht, hier mal ganz kurz der Blick. Ich musste vor dem Qualifying, wie auch schon beim Rennen in Singapur angekündigt, die Motorteile tauschen. Das heißt, wir haben das fünfte Paket angefordert, das extra Paket, und haben dadurch natürlich jetzt auch Strafversetzungen in Kauf nehmen müssen, fahren allerdings bis auf das Getriebe in Malaysia mit einem komplett neuen Motor. Unsere Ziele noch fürs Qualifying, Ricciardo besiegen und Neunter werden. So, dann ganz kleiner Blick nochmal auf das Wetter. Das Qualifying soll trocken bleiben, allerdings hier, ihr seht das Rennen soll nach hinten raus mit Starkregen zu Ende gehen, also es wird bestimmt spannend. Kurzer Blick nochmal in die Einstellung. Das ist das Setup, mit dem ich mich hier ins Qualifying stürze und dann auch dementsprechend ins Rennen gehen werde. Ja, dann ging es auch los, Q1. Wir fahren raus auf unsere erste fliegende Runde. Hier hatte ich mir gedacht, dass wir die erste Qualifying-Session auf der mittleren Reifenmischung fahren, von denen die uns zur Verfügung stehen, also auf der Softmischung. Und ich muss dazu sagen, ich bin direkt drei Runden gefahren. Die ersten beiden sind nicht so gut gewesen, Fehler und Behinderungen waren mit drin, deswegen gibt es hier im Endeffekt jetzt die dritte Runde, was dann auch die schnellste gewesen ist. Wir haben uns hier gleich im ersten Sektor wieder deutlich verbessert. Gut reingekommen in die erste Kurve. Und ich habe hier mit der maximalen Motordrehzahl nochmal versucht, alles rauszuholen. Die ersten beiden Runden lediglich auf Standard gefahren. Oder maximal auf Fett dann in der zweiten Runde, und in der letzten Runde habe ich mich versucht, halt auch nochmal mit der maximalen Motorleistung und möglichst wenig Benzin hier zu steigern. Ja, ihr seht das oben, die Zeit auf jeden Fall schon mal schneller als das, was wir in den beiden Runden davor gefahren sind. Auch hier nicht die Runde fehlerfrei, aber auf jeden Fall schneller als das, was wir davor gezeigt haben. Knappe halbe Sekunde jetzt am Beginn des dritten Sektors schneller. Und hier haben wir es wieder liegen lassen. Da hätten wir ein bisschen besser durchkommen können. Wir sind trotzdem schneller durchgekommen als in den beiden Runden davor. Es wäre aber bestimmt noch ein bisschen flüssiger gegangen. Letztendlich sind wir hier bei knapp 8 Zehntel. Die wir hier im Endeffekt in unserer letzten Runde in Q1 nochmal gut gemacht haben. Wir schieben uns damit auf Platz 12, liegen knapp hinter Massa, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um hier in Q2 zu kommen. Ja, und damit geht es dann auch quasi hier direkt weiter. Q2, zweite Qualifying Session, und wir haben hier die Super Soft Mischung, also die weichste Reifenmischung drauf, die wir für dieses Wochenende benutzen können. Und ihr seht, dass hier im Qualifying die Sonne extrem tief steht
was das Einbremsen in die eine oder andere Kurve hier doch extrem schwer macht. Allerdings hier gut durchgekommen durch die erste Kurve. Wir hatten Hamilton hinter uns, der auch hier ordentlich Druck gemacht hat. Aber davon haben wir uns in unserer fliegenden Runde nicht beirren lassen. Diesmal hier gut durch die Rechtskurve gekommen. Und auch mit einem kleinen Lupfer durch die schnelle Links-Rechts-Passage. Durch Doppel-Rechts gelupft. Auf jeden Fall wesentlich flüssiger als in Q1 schon. Ja, Malaysia brauche ich immer ein bisschen länger, um mich für die Strecke zu akklimatisieren, um mich für die Strecke quasi bereit zu machen. 2-3 Runden sind dort immer so ein bisschen der Punkt, den ich brauche. Und dann läuft es irgendwann. Auch hier wesentlich besser durchgekommen als in Q1. Hamilton weiter hinter uns. Dann ging es nochmal auf die Start- und Zielgerade. Zeit blieb stehen. 1:34.866. Damit sind wir Fünfter in Q2 und wir stehen auch vor Massa, der hier auf Rang 14 ausscheidet. Jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe leider zu spät auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Deswegen habt ihr hier quasi die ersten 2-3 Kurven verpasst. Unser letzter Schuss hier in Q3. Letzte fliegende Runde. Wir sind quasi kurz vor Ladenschluss noch über die Ziellinie gefahren. Erste Runde war nicht ganz so gut. Für Rang 7 hat es hier gereicht. Ricciardo vor uns und es galt ja auch Ricciardo zu schlagen. So, absolute Bestzeit jetzt auch im zweiten Sektor. Also wir lagen hier richtig gut auf der Strecke. Knappe Sekunde haben wir hier oben. Die war gut machen. Aber hier hinten gab es den Fehler, zu früh gebremst, nicht so viel Schwung mitgenommen und dadurch haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verloren. Also wir könnten hier wahrscheinlich schneller sein. Immer noch bei einer Sekunde, die wir hier gut machen auf unsere Zeit vom ersten Versuch. Zieh gerade Flügel auf und die Zeit bleibt stehen bei einer 1:34 und wir sind Sechster. Vorbei an Ricciardo auf Rang Nummer 6. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Vettel, Bottas und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. So sehe ich das auch und deswegen sage ich, wir sehen uns gleich beim Rennen.